Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Edimon. Was wäre, wenn der dicke Bu Mr. Satan getötet hätte? Mr. Satan von Bu getötet? Hallo, er ist unser Held der Herzen. Niemand könnte gegen ihn gewinnen. Niemand! Kleiner Scherz am Rande mal wieder. Unser Held der Herzen hatte sich ja aufgemacht, um Bu zu erledigen. Nehmen wir mal an, Bu wäre nach der Gameboy-Bombe wütend geworden und hätte unseren Helden der Herzen Mr. Satan in eine Süßigkeit verwandelt und ihn dann gegessen. Erstmal schade um das Hündchen, weil es dann bestimmt gestorben wäre. So bliebe dann nur Gotenks als letzte Rettung für die Erde. Oder auch Son Gohan, der noch bei seinem Ritual war. Der graue Bu würde natürlich nicht entstehen. Son Goten und Trunks würden dann auch nicht im Raum von Geist und Zeit trainieren, wodurch sie nicht den Super Saiyan 3 und die Super Ghost Kamikaze Attacke erlernt hätten. Den Super Saiyan 2 hätten sie auch nicht einsetzen können, da weder Trunks noch Son Goten diese Stufe konnten. Was aber auch hätte sein können, dass Piccolo sieht, dass sie selbst als Super Saiyajin noch zu schwach für Bu sind. So könnte Piccolo sie im Raum von Geist und Zeit trainieren lassen. Und das mehr als 2 Wochen, was viel mehr bringen würde. Nach dem Training könnten sie auch locker den Super Saiyajin 3 dann. Ich meine, wenn sie das schon in 2 Wochen schaffen, dann in mehreren Wochen erst recht. Und sie wären dann auch noch stärker als gegen Super Bu und auch stärker als Son Goku Super Saiyajin 3, auch wenn sie das eigentlich schon davor waren. Also nach dem 2 Wochen Training Super Saiyajin 3, da waren sie auch schon stärker als Son Goku Super Saiyajin 3. So würden sie dann als Super Saiyajin 3 gegen Super Bu kämpfen. Son Gohan würde dann sicher nach einiger Zeit auch dazu stoßen und zu zweit würden sie dann Super Bu erledigen. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!